Die Kommissare genießen einen freien Nachmittag. Hey, das war mal eine Spitzenidee mit der Sauna. Echt? Ja, sag ich doch. Und das war wesentlich gesünder, als ein Steak essen zu gehen. Ja, aber ein Steak will ich jetzt trotzdem noch. Ich hab Bärenhunger. Also, mach hin. Ja, aber ich häng eben noch kurz meine nassen Sachen auf. Du kannst ja schon mal eine Banane oder eine Karotte essen. Ja, bin ich ein Karnickel oder was? Komm, Alex, gib mal ein bisschen Gas, ja? Ich brauche unbedingt noch ein Stück Fleisch, sonst bin ich heute nicht glücklich. Ja. Ja. Sag mal, wie lange kann das dauern, da so drei nasse Teile aufzuhängen, ha? Huh? Michael, mit dem Steak, das wird nichts. Ich möchte, dass du gehst. Hä? Bitte. Ja, was ist denn los? Ich habe so eine komische SMS gekriegt. Was denn für eine SMS und von wem? Ach, ich will jetzt nicht darüber reden. Bitte geh jetzt. Wir sehen uns morgen, okay? Und du hast wirklich keinen Plan, was da vorgefallen ist? Hey, überhaupt keinen Plan. Wir kamen aus der Sauna. Alex war total gut drauf, ja. Dann hat sie diese SMS gekriegt und wie ausgewechselt. Hey, die hat mich förmlich rausgeschmissen. Ja, bist du gegangen? Ja, was hätte ich machen sollen? Ich war da mit einem Kumpel essen. Hey, mich würde echt interessieren, was in dieser SMS gestanden hat. Allerdings. Oh. Apropos SMS. Ja, vielleicht ist sie das ja. Ja, das ist sie. Hallo Jungs, ihr braucht mich nicht abholen. Ich habe heute Vormittag freigenommen. Was? Sag mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Erst gestern die Aktionen, jetzt das? Weißt du was? Sollen wir nicht mal auf dem Weg zum KLVB vorbeifahren? Michael, für mich sieht es so aus, als ob sie ihre Ruhe möchte. Du hast recht, wir fahren hin. Im Bereich Nordkreuz zur Leitstelle. Am Großspurring wurde eine Leichenpost gemeldet. Weibliche Tote auf dem Parkplatz der Hausnummer 172A. Leitstelle von K11 übernehmen los. Okay. Also wie es aussieht, wurde sie erdrosselt. Und zwar da hinten irgendwo. Und dann wurde sie hier rübergeschleift. Aha. Ja, wie lange ist das ungefähr her? Also ich schätze mal 10 bis 12 Stunden. Das heißt, das Ganze muss gestern Abend zwischen 10:30 und 12:30 passiert sein. Erdrosselt, sagst du? Ja, man sieht hier deutlich die Strangulationsmarken. Es könnte ein Kabel oder ein Seil gewesen sein. Tatwaffe leider nicht auffindbar. Okay. Wissen wir ja schon, wer sie ist? Ach, nein, sie hatte keine Papiere dabei. Danke. Tja, das scheint ja ein ziemlich freizügiges Weihnachtsfest gewesen zu sein, so wie sie angezogen ist. Ja, Kollege, die Fotos, die du da machst, ich brauche gleich ein paar Abzüge. Ja, danke. Also, kurz vor ihrem Tod scheint es zur sexuellen Handlung gekommen zu sein. Das sind deutlich Spermaspuren hier. Vergewaltigung, was machst du? Kann ich erst nach der Obduktion sagen. Leute, die Spermaspuren, die können auch berufsbedingt sein. Ich habe gerade mit der Zeugin hier hinten gesprochen. Sie hat die Tote gefunden. Übrigens arbeitet sie hier in diesem Gebäude. Sie hat gesagt, im ersten Stock gibt es eine Pornoproduktion und das Mädchen hier war angeblich dort Darstellerin. Hallo? Okay, wunderbar, das war's. Tina, Annette, macht ihr euch fertig? Ihr seid dran. Guten Tag, sind Sie der Chef hier? Ja, der bin ich, Lars Dover. Pornocasting ist aber erst nächste Woche, meine Herren. Und außerdem denke ich, Sie sind ein bisschen zu alt. Sorry, tut mir leid. Ja, wird jetzt, ne? Ja, dann gehen wir wieder. Wir sind von der Kriminalpolizei. Naseband, mein Kollege, Grass. Polizei? Von der Sitte? Nein, das nicht. Kennen Sie diese Frau? Mein Gott, das ist ja Vivi. Was ist mit ihr passiert? Sie hat also hier gearbeitet. Ja, das ist Viviane Bergmann. Ach du Scheiße, und die Werbung für die neue Pornoreihe ist auch schon draußen. Kannst du nur an das verdammte Geld denken? Ja, nun tu mal nicht so scheinheilig, ja? Du hast sie doch von Anfang an nicht gemocht, oder nicht? Hm? Hast du noch letzte Woche den Tod am Hals gewünscht, oder? Ja. Warum denn? Kleinigkeiten, nicht wichtig. Meine Herren, ich glaube, es ist ein bisschen laut hier. Ich denke, wir gehen am besten in mein Büro, oder? Das sollten wir. Mama, komm, beeil dich. Wir müssen um 11 Uhr da sein. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe da morgen hin. Und nicht heute. Oder nächste Woche. Mama, wir wollen noch Gewissheit haben. Und außerdem war das schwierig genug, so schnell einen Termin zu bekommen. Hm? Wir gehen da jetzt zusammen hin. Ich bin noch bei dir. Wenn ich ehrlich sein soll, ich möchte das Ergebnis gar nicht wissen.
Weißt du noch, letztes Jahr, wie furchtbar das war bei Tante Gisela? Ja, aber wenn du nicht weißt, was los ist, dann machst du dich doch verrückt die ganze Zeit. Und mich auch. Wir müssen das jetzt klären. Na gut. Vivi hat Janine die Hauptrolle in einer exklusiven Pornoreihe weggeschnappt. Exklusive Pornoreihe? Ja, Vivi XXL. Das war ihr Künstlername. Und ich denke mal, sie wäre schon durch diese Reihe zum Star geworden. Jetzt hör mal auf zu übertreiben. So toll ist diese Reihe nun auch wieder nicht. Auf jeden Fall muss man halt als Star nicht mehr so viele extreme Sachen machen, oder? Dafür sind denn die Nebendarsteller zuständig. Ah, so Nebendarsteller wie Sie? Jetzt muss ich diesen ganzen Werbescheiß nicht mitmachen. Was denn für ein Werbescheiß? Vivi hat mit einem Typen rummachen müssen, der hat ein Preisausschreiben gewonnen. Mega peinlich. Wir hatten gestern so einen Sonderdreh mit einem Pornofan, der den Hauptpreis gewonnen hatte. Mhm. Gut, dann nennen Sie mir doch bitte mal den Namen des Mannes. Jörg Kellermann, glaube ich, hieß er. Mhm. Hier, bitteschön. Das war unser Preisausschreiben. Was ist das für eine abgefahrene Geschichte hier? Vivi hat da die Weihnachtsfrau gespielt, die halt ihren Verehrer beglücken sollte. Aber dieser Jörg, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Dann hatte der Mann also mit der Toten gestern, ja, Sie wissen schon. Nein, hat er nicht gehabt. Aber wenn Sie gerne möchten, Sie können sich gerne mal selber ein Bild davon machen. Bitte schön. Das kann ich behalten. Ja, können Sie gerne mitnehmen. Ich denke, der Typ ist so kurz nach dem Dreh gleich abgehauen. So gegen 10, eine halbe Stunde vor Vivi. Und Sie? Hab bis halb 12 gearbeitet. Ja, das stimmt. Ich bin als Letzter raus. Ich habe noch bis um 1 Uhr gearbeitet hier. Wissen Sie, ob die Tote Angehörige hat? Soweit ich weiß, ihre Mutter ist nach der Geburt gestorben und ihr Vater, der war irgend so ein hohes Tier. Ich glaube, Botschafter oder so. Hatte sie Geschwister? Nee. Das war so eine typische verwöhnte Einzelkind-Göre. Soweit ich weiß, gab es da keine Geschwister. Gut, dann bräuchten wir noch die Adresse von dem Gewinner dieses Preisausschreibens hier. Kein Problem, kann ich ihn raussuchen. Ja, er hat ja bei uns einen Vertrag unterschrieben. Das wäre nett, ja. Meine Herren. Dankeschön. Wenn Sie uns kurz reinlassen können, ja. Danke. Pass auf, dann fahre ich am besten mal zu diesem Pornogewinner hier. Mhm. Und du versuchst mal, den Vater der Toten zu ermitteln. Ich meine, der muss ja wissen, was seiner Tochter passiert ist. Mhm, mach ich. Ah, kannst du Alex direkt mitnehmen? Sie schreibt gerade, sie hat um 11 Uhr einen wichtigen Termin und danach kommt sie ins Büro. Okay. Höchstwahrscheinlich ist ihre Tochter auf dem Weg zum Auto getötet worden. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Arbeitsstelle ihrer Tochter. X-Fire Entertainment, das ist eine Erotikfilmproduktion. Kennen Sie die Firma? Nein. Und das interessiert mich auch nicht. Ich will davon nichts hören. Das kann ich ja auch verstehen, aber Sie... Nichts aber. Dass sie in dieser widerlichen Schmutzbranche gearbeitet hat, ist schließlich der Grund für ihren Tod. Herr Bergmann, das wissen wir doch noch gar nicht. Ich bitte Sie, helfen Sie uns. Augustus, es tut mir leid. Ich habe es auch eben erst erfahren. Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Sie kennen Herrn Bergmann? Tja, wir haben zusammen studiert. Gibt schon eine Spur. Wir ermitteln in alle Richtungen. Vivianes Arbeit hat mit Sicherheit damit zu tun. Augustus, die Kommissare werden den Mörder deiner Tochter finden. Und ich verspreche dir, wir werden alles daran setzen, dass wir das aufklären. Vivi XXL ist tot? So sieht's aus. Sie waren wohl ein großer Fan von ihr. Ja, also, sie hat... beziehungsweise hatte viel Talent. Das glaube ich wohl. Da haben Sie sich wahrscheinlich auch sehr gefreut, als Sie dieses Preisausschreiben gewonnen haben. Preisausschreiben? Was für ein Preisausschreiben denn? Ihre Tochter hatte deswegen gestern einen Drehtermin mit einem Fan. Und im Anschluss wurde sie umgebracht. Dann liegt doch wohl klar auf der Hand, was passiert ist. Das wird sich zeigen. Ein Kollege von uns ist gerade bei dem Verdächtigen. Herr Bergmann, wussten Sie von der neuen Kampagne Ihrer Tochter? Wie gesagt, das ist nicht meine Welt. Außerdem habe ich schon seit einem Jahr keinen Kontakt mehr zu ihr. Meine Tochter ist für mich gestorben, als ich von diesem ganzen Schweinekram erfahren habe. Augustus, ich meine, ich verstehe, dass du verbittert bist, aber sie war immerhin deine Tochter. Sie hatte schon immer eine üppige Oberweite.
und hat sich die Brüste noch zusätzlich vergrößern lassen. Sie wollte anscheinend als Busenwunder zu Rom kommen. Und damit waren Sie nicht einverstanden? Ich bin Diplomat und verkehre in der Oberschicht. Ich repräsentiere schließlich dieses Land und seine Werte. Viviane hatte die beste Erziehung genossen. Privatschulen und Internate in aller Welt. Geigenunterricht, Ballett und dann sowas. Justus, jetzt beruhige dich. Herr Bergmann, eine Frage. Wo waren Sie denn gestern Abend? Wie bitte? Zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Wie bitte? Sie wagen es, mich zu verdächtigen? Was sollte ich denn für ein Motiv gehabt haben? Augustus, es sind einfach nur Standardfragen, die gestellt werden müssen. Beantworte sie einfach. Ich war auf einem Empfang in der türkischen Botschaft.